Kathi Hummels haut die Schicksalsglocke. Und sie kommen, als ob der gute Hirte seine Lämmer ruft. Die siebte Stunde der Wahrheit, unsere erste Entscheidung. Richtig, zum siebten Mal tagt das TV-Gericht. 7 ist definitiv nicht meine Lucky Number, weil es eine ungerade Zahl. Und die Stunde der Wahrheit, wo ich nicht gesaved bin, also geht schon ein bisschen was in meinem Magen ab. Mein Herz, das schlägt auf 180. Ich hoffe, Rettungssanitäter sind im Hintergrund. Ich bin echt so aufgeregt. Welche zwei sind heute fällig? Was die Stunde der Wahrheit so spannend macht, ist die Konstellation. Also es gibt jetzt gerade 6 Leute, die man die safe sind. 8, die man rausschmeißen kann. Der gute Hirte hat gerufen und die Lämmer wissen, es gibt Gulasch. Lammgulasch. Nur wer kommt in den Topf? Der Reality-Gott, wenn er weiß, was gut ist, dann lässt er mich hier drin. Weil ich bin für die Sendung unverzichtbar, glaube ich. Das glaubst aber auch nur du. Ich bin nicht safe. Das heißt, der Marke tut weh, aufgeregt und es wird spannend. Sie alle wollen Sendezeit, doch der Bildschirm ist kein Ponyhof und die Reality kein Wunschkonzert. Nein, bei uns geht's zu wie bei Charles Darwin. Learn to love it. Nobody fucks up anything that I am planning on doing. Ever. Liebe Reality Stars, willkommen zu eurer siebten Stunde der Wahrheit. Für euch geht es schon auf die Zielgerade zu. Aber hier geht's nicht um Schnelligkeit, sondern um die beste Performance. Wer von euch ist Taktiker? Wer von euch ist Entertainer? Und wer lässt sich nur unterhalten? Nico wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Sala zurückkommen. Ihm geht's aber gut. Er lässt euch alle ganz lieb grüßen und wünscht euch viel Erfolg. Bei unserem Starstrand sind 2 Neuankömmlinge angespült worden, und zwar Annetta und Lukas. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid heute safe und ihr kommt mit Macht. Das heißt, ihr müsst gleich noch jemanden rauswählen. Außerdem hattet ihr eine besondere Aufgabe, und zwar wart ihr die Jury bei unserem Comeback-Casting. Ihr habt Emmy und Percival eine neue Chance gegeben und hat somit die Karten in der Sala neu gemischt. Emmy und Percival, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr wieder zurück seid und ihr beiden seid safe. Beim heutigen Safety-Spiel haben Peggy und Jay Köpfchen bewiesen. Ihr beiden habt gewonnen und seid somit auch safe. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Bevor wir mit der Auswahl beginnen, habe ich wie immer noch ein paar Fragen an euch. Lukas, du und Annetta, ihr hattet die Aufgabe, das Comeback-Casting zu leiten. Was denn die richtige Entscheidung für euch, Emmy und Percival zurückzuholen? Es war auf jeden Fall keine leichte Entscheidung. Wir haben uns schlussendlich für Charaktere entschieden, die Ecken und Kanten haben und einfach sich selber authentisch hier in der Sala vertreten. Und das ist etwas, was uns beiden, wenn ich mal kurz für uns beide sprechen darf, ein wichtiger Faktor war. Peggy. In den letzten Tagen hast du das Geschehen in der Sala ganz genau beobachtet. Vertraust du deinen Mitstreitern oder hast du Zweifel? So, ich glaube, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis, aber ich kriege natürlich schon mit, was da so geschieht und dass da schon, also so habe ich das Gefühl, sich so ein bisschen abgesprochen wird, ne? Und man muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Sagen wir mal so, ich vertraue nicht jedem. Sarah. Hast du hier eine Strategie und Verbündete? Ich bin mir da nicht sicher. Also natürlich hat man einige Leute, die man schon von Tag 1 kennt und die man auch mag. Aber es ist kämpft irgendwie jeder auch für sich. Das ist auch völlig okay. Kannst du hier jedem vertrauen? Ich wünschte, ich könnte hier jedem vertrauen. Aber ich glaube, in der Kürze der Zeit ist es auch echt schwer, irgendwie das so aufzubauen. Jetzt schlägt die siebte Stunde der Wahrheit. Annetta und Lukas, bitte kommt zu mir nach vorne, begründet eure Rauswahl und sagt, wer die Gruppe verlassen muss. Das wusste ich, dass die
die Hand fassen. Ich gehe jetzt. Das ist doch, 100%. Wieso? Weil das. Ich gucke einfach Fernsehen heute Abend fertig aus. Ja, erstmal hallo nochmal von dieser Seite. Erste Stunde der Wahrheit für uns beide. Das ist nicht einfach. Ich glaube, ihr habt gemerkt, dass wir beide sehr kommunikativ und ehrlich direkt zu euch sind. Mit dem einen hat man mehr Berührungspunkte als mit der anderen Person. Und das ist auch normal. Und das bist leider du für uns. Liebe Jess. Was? Und deswegen haben wir uns für dich entschieden. Krass, aber ich finde das überraschend. Jess, deine Sendezeit ist abgelaufen. Bitte verabschiede dich jetzt von den anderen und komm zu mir nach vorne. Letztes Mal erst angekommen, jetzt muss Jess schon wieder heimwärts nach Berlin, wo es aber auch schön ist. Aber nicht so schön wie hier bei uns auf dem Bildschirm. Deine Sendezeit ist abgelaufen, aber du hast jetzt die Chance noch, deine letzten Worte an die Gruppe zu richten. Ich wünsche für euch, dass ihr euch selber treu bleibt und möge der Bessere gewinnen. Peace, Love and Harmony! Bye-bye! Ich denke, dass bei Kampf der Reality Stars der Kuschelkurs jetzt ein Ende hat, weil einige haben definitiv nicht damit gerechnet, dass ich die Sala verlassen werde. So. Ja, vor allem du nicht. Danke, Jess. Und denk dran, dabei gewesen sein ist alles. Quasi. Jetzt seid ihr als Gruppe dran. Bernd, komm bitte zu mir. Ihr wisst, ganz, ganz wichtig ist mir respektvoller Umgang, dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eva? Der Verhalte fand ich heute wirklich nicht richtig. Deswegen kriegst du heute von mir die Münze. Ja, kleine Sünden straft der liebe Bernd sofort. Sarah. So, jetzt ist hier Feierabend. Hat alle schon Angst. Warum lacht ihr? Das ist nicht zum Lachen. So. Meine Münze geht an jemanden, den ich eigentlich von Anfang an in mein Herz geschlossen habe. Allerdings ist die Person anders zu mir geworden, als sie vorher war. Und die Münze geht an dich, Sascha. Der Hübsche in der Mitte, glaube ich. Der Hübsche in der Mitte. Der hier? Soll ich hier reinmachen? Okay. Jay. Der Bruder von dem Hübschen in der Mitte, wen wird er nominieren? Es ist mir heute wirklich nicht leicht gefallen. Die Münze, Sarah, ist für dich. Mhm. Du weißt, ich mag dich, ich respektiere dich. Auch. Du bist ein Pro. Ist okay. Es tut mir leid. Die Hübsche da in der Mitte, die. Nimm den Hübschen. Nimm den anderen Hübschen da. Nimm deinen hübschen Bruder. Oh Mann, ey. Serkan. Jo, Alter, ich hasse das Spiel hier. Ja, es sind natürlich Leute safe, die ich gerne gewählt hätte. Jetzt habe ich natürlich eine Entscheidung treffen müssen für eine Person, die ich auf Anhieb gut leiden konnte. Sascha, es tut mir so unfassbar leid. Ich glaube, du nimmst Sport, da bin ich mir garantiert sicher. Sich hier ein Rauswurf an? Sascha. Jetzt kann er es wortwörtlich Serkan oder Sarah in gleicher Münze heimzahlen. Für mich ist die Wahl nicht so schwer gewesen. Ich will eine Person, die mir nicht mal Luft gegeben hat, hier richtig anzukommen, Hallo zu sagen und gleich ihre Story erzählt hat. Und darum, Sarah, bist das du. Also das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das finde ich ehrlich gesagt sehr unehrlich von dir, weil du hast mich ja auch immer freundlich behandelt und wolltest mit mir. Sarah, du hast mich doch auch gewählt. Wir müssen jetzt nicht eine Stunde diskutieren. Ich würde dich gerne noch mal dazu fragen, aber dann schaffen wir das jetzt nicht hier. Percival.
Fuck. Er war raus, ist wieder drin und selber safe. Wen schickt Percy in den Orkus? Jetzt bin ich gespannt. Es ist nicht aus Wut, es ist nicht aus irgendwas anderes, außer dass sie meiner Meinung nach eine der talentiertesten Menschen hier im Saale ist. Eva, I'm sorry to do this, aber du kommst durch, auf jeden Fall. So, that's my Entscheidung. Macht je 2 Münzen für Eva, Sascha und Sarah. Eva. 2 Münzen hat sie schon und alle wissen, Eva kann auch anders als immer nur nett. Dann schauen wir mal. Ich habe mich heute für eine Person entschieden, die tatsächlich der Sonnenschein ist. Und vielleicht war es auch nicht die richtige Wahl heute. Bernd, das ist für mich eine absolute Enttäuschung. Hier sieht man, es ist immer alles voller Überraschungen. Aber ich wähle heute den Sascha, weil ich in dir einen sehr, sehr starken Konkurrenten sehe. Das ist eine gute Antwort. Es wird eng für Bruder Sascha. Peggy. Ja. Es gab hier in den letzten 2 Tagen eine Person, wo ich teilweise das Gefühl hatte, gut, man macht es mir gerade einfach, weil ich weiß, ich muss eine Entscheidung treffen. Und deswegen, Sarah, habe ich mich für dich entschieden. Und die Münze geht heute an dich. Okay. Das wird wohl eine knappe Kiste, oder sagen wir eine knappige. Emmy. Auch Emmy weiß, wie es sich anfühlt, rauszufliegen. Mal sehen, wem sie das Erlebnis sonst noch so gönnt. Ja. Ich könnte eigentlich fast allen von euch eine Münze geben, weil fast alle mir eine gegeben haben beim letzten Mal. Deswegen habe ich mich für dich entschieden. Sascha. Die Gründe, die er mir hier genannt hat, waren nicht korrekt und nicht gerechtfertigt mir gegenüber. Sascha wieder oben auf der Abschussliste, aber eine Münze fehlt noch. Wenn die bei Sarah landet, kommt's zum Patt. Wenn nicht, ist Sascha raus. Matthias. Matthias Mangiapane, das Zünglein an der Waage. Ein stattliches Zünglein, wenn man das so sagen darf. So, ich mache das ganz kurz und schmerzlos heute. Sarah, ich freue mich auf eine tolle Diskussion mit dir. Gleichstand zwischen Sascha und Sarah. Geil. Was ist mit dir los? Du laberst mich eben gerade schon wieder voll. Was soll das jedes Mal? Nee, du hast Fieber. Ehrlich. Was denn das? Geil. Hey, hat eine Show. Ja. Du bist schon mittlerweile. Du. Hä? Psst, das ist Gleichstand. Die Gruppe hat entschieden. Sarah. Sascha. Ihr habt beide gleich viele Stimmen. Da Nico aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist, dürft ihr beide, Sascha und Sarah, weiter um den Sieg bei Kampf der Reality Stars kämpfen. Bitte schön. Also macht das Beste draus. Boah, krass. War doch klar. Bei Kampf der Reality Stars ist eins sicher. Und zwar, dass nichts sicher ist. Ja. Ist jetzt niemand gegangen? Nur Jessie. Ach, Gott, so. Vergessen.